Schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr seht, zu den Lucifer News aus Braunschweig. Ja, ich komme mal zu dem Thema, was ich schon lange angekündigt habe, und zwar MPU-Betrug in Braunschweig. Und zwar möchte ich mal aufzeigen, wie hier mit MPUs Geld gemacht wird und wie Leute abgezockt werden. Ja, wie gesagt, ich habe einige MPUs hinter mir. Ich hatte ein bewegtes Leben. Ja, unter anderem ist verantwortlich das Straßenverkehrsamt. Das ist, sind die, wo ich schon mal gezeigt habe, mit dem Cannabis-Eistee, der getrunken wird, wo ich auch mal Akteneinsicht gemacht habe. Ja, wie gesagt, hier vielleicht mal ein paar Bilder von dem Verein. Bitte schön. Ja, wie gesagt, das ist das Straßenverkehrsamt und von denen geht das also aus. Damalige Verantwortliche waren ein Herr Fischer, der jetzt momentan ein Haus besitzt in der Südstadt, das habe ich schon rausgekriegt, und ein Herr Schomburg. Jetzig ist eine Frau Benzer Geschäftsstellenleiter, aber da komme ich dann auch noch drauf. Jedenfalls wurden TÜV-Gutachten bzw. MPU-Gutachten beim TÜV Nord hier in Braunschweig gemacht. Zum TÜV Nord habe ich also auch noch einiges an Material, was ich aufarbeiten möchte. Aber wie gesagt, damals war das der TÜV Nord. Hier mal ein Bild dazu vom TÜV Nord, bitteschön. Ja, wie gesagt, das war der TÜV Nord. Da wurden diese MPU-Gutachten aber nicht gemacht, sondern ein Stückchen weiter. Heute ist da die SOSK-Kämmerschule drin. Früher war das die Prüfstelle vom TÜV Nord, wo sie ihre Psychologen hatten. Und da habe ich also jetzt auch nochmal ein Bild von dem Gebäude, zeige ich euch hier. Ja, wie gesagt, das waren die Gebäude. Ich habe also hier auch die TÜV-Gutachten, dass er mir das auch glaubt. Da sind also alle drin, die ich habe und die ich gemacht habe. Und zwar habe ich dann eine MPU-Gutachten gemacht und war auch zu der Zeit frisch operiert, habe also mit sehr gut abgeschnitten, worauf ein Herr Joneleit, seines Zeichens Psychologe beim TÜV Nord, mit einem einfachen Text mich als Wiederholungstäter und Wiederholungstäter und Schwerverbrecher betitelt, worauf mir die Fahrerlaubnis verweigert wurde. Kurze Zeit später habe ich beim TÜV Nord in Hamburg ein erneutes Gutachten gemacht. Bei diesem erneuten Gutachten, einige Monate später, schreibt denn der Psychologe, obwohl ich da sehr harsch aufgetreten bin, weil ich nicht einsehen konnte, dass man wegen drei Bier, die ich getrunken habe, mich zum Alkoholiker machen wollte. Auf jeden Fall ist dieses Gutachten positiv ausgefallen. Fakt ist, dass dieses Gutachten auch rechtzeitig in Braunschweig angekommen ist beim Straßenverkehrsamt. Der Führerschein wurde nicht erteilt. Man hat die Papiere liegen lassen. Man hat sich rausgeredet, dass der Schriftverkehr am Samstag gekommen wäre. Damals hat man Samstag nicht gearbeitet, sondern freitags. Und wie auch immer, er ist noch termingerecht eingegangen. Das waren also 5 Tage nach Ablauf der Frist. Trotzdem hat man die Fahrerlaubnis nicht erteilt. Ich musste sie damals neu machen. Schaden 14.000 D-Mark. Ja, das dazu. Ich habe dann also geforscht nach diesem Herrn Joneleit, weil ich also auch noch andere Leute kennengelernt hatte, wo dieses mit dem Herrn Joneleit genauso gegangen ist. Habe dann rausgefunden, dass dieser Herr Joneleit alle 3 Wochen versetzt wurde in eine neue TÜV-Station. Und dieser Herr Joneleit ja im Prinzip nur dazu da war, um Leute, die man ja nicht mag oder wie auch immer,
durchfallen zu lassen. Das heißt, es ist zur damaligen Zeit war mir schon damals bewusst, dass da krumme Dinger laufen. Ich hatte damals dann aber gesagt, gut, wir geben klein bei, weil ich zwei Freunde habe, die eine Fahrschule haben. Ich habe das in Kauf genommen. Nach dem jetzigen Fall, wo sich die Straßenverkehrsbehörde wieder in Straftaten verwickelt hat. Ich habe ihr auch vorgeworfen, nach welchem Prinzip sie gehen. Nach einem Gesetz aus dem Jahre 1937. Das hat man nicht verneint. Ich verweise auf eine Verordnung der EU, eine Richtlinie, dass alles, was von Behörden schriftlich und wörtlich abgegeben wird, dass man das ernst nehmen muss. Das gilt aber auch dafür, wenn Sachen nicht beantwortet sind. Ja, wie gesagt, das zu diesem Herrn Joneneit. Ich habe also auch noch andere Fälle, die von ihm betroffen sind. Und es läuft ein Prinzip einer Abzocke dabei. Heute hat man das geschickter gemacht. Und zwar macht das heute die Verkehrsakademie. Ich habe dazu auch Filme. Man hat also im Prinzip einen neuen Wirtschaftszweig damit gemacht. Diese Verkehrsakademie. Ich zeige euch mal. Ja, wie gesagt, heute macht man das über die Verkehrsakademie. Ich habe also neuseitige Fälle da. Wie gesagt, ich habe meine Fälle hier, die MPU-Gutachten. Es gibt noch weiteren Schriftkram dazu. Ich werfe dem Straßenverkehrsamt, wie gesagt, vor, damals die Unterlagen verschwinden zu lassen, damit ich hier nicht den Führerschein kriege. Daraufhin bin ich zweimal fahren ohne Führerschein. Habe ich gekriegt und ein Richter sorgt dafür, damit ich einen Führerschein kriegte. Als nächstes, wie gesagt, ist hier das MPU, die MPU-Fälschung. Dann haben wir eben von den kleinen Sachen möchte ich gar nicht reden, die rechne ich gar nicht mal so ein, aber die großen Sachen, wie gesagt, die MPU-Fälschung, die 14.000 D-Mark gekostet hat und jetzt der neuere Fall, wo sie sich an Straftaten beteiligt haben, wo die BMAS zugegeben hat, dass man mir das untergeschoben hat. Ein Langzeittest wurde verweigert vom Straßenverkehrsamt. Man wollte eine MPU, obwohl ich ihnen gesagt habe, ich kenne die Spielchen. Eine Entschuldigung oder sonst was ist bis heute nicht gekommen. Man weigert sich auch, den Schaden zu beheben. Ich werde das aber nochmal aufzeigen. Ich werde das zusammenführen und Frau Benzer persönlich besuchen und sie persönlich haftbar machen, weil ich weise darauf hin, dass Amtsstraftaten nicht verjähren. Ne? Das funktioniert nicht. Amtsstraftaten bleiben bestehen und ich werde die Rechnung aufmachen. Ja, wie gesagt, es gibt noch so einiges. Ich habe ja noch ein Motorrad, ich habe einen Wohnanhänger und ich habe noch ein Auto, das weg muss, weil, wie gesagt, ich habe hier die Faxen dicke in dieser Stadt. Und diese Herrschaften meinen, dass sie mit ihren Sachen hier so durchkommen, das könnte euch knicken. Wie gesagt, ich werde jetzt dagegen halten, ich werde euch besuchen und wie gesagt, ich will mein Geld wieder haben. Ich habe noch andere Fälle und sollten andere Leute auch Probleme in dieser Hinsicht haben und MPU-Betrug haben und glauben, sollen sich bitte an mich melden. luciferproductions@arcor.de und notfalls, wie gesagt, ich habe eine andere, dann geht eine Sammelklage raus. Hier nicht in der Stadt Braunschweig, weil damit brauche ich gar nicht rechnen. Das geht gleich woanders hin. Ich habe diese Unterlagen schon kopiert, die sind schon weggegangen und dann werden wir sehen, dass wir das übers Ausland eine Sammelklage hinkriegen, um hier diesen MPU-Betrug aufzudecken. Ja, soweit, so gut von den Lucifer Productions aus Braunschweig. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News. Tschüss.